Hallo und herzlich willkommen aus Namibia. Hier sind wir gerade angekommen in Solitär. Das ist ein kleiner Versorgungsort, kann man eigentlich gar nicht sagen, wobei mittlerweile schon. Früher Versorgungsstation zwischen Sossusvlei und der Küste Royal Fish Bay und Swakopmund. Das sind ungefähr 270 Kilometer von Swakopmund. Das sind so 4 Stunden Fahrt. Und aus der Sossusvlei hierher sind so 70 Kilometer eine gute Stunde. Im Jahr 2012 waren wir das erste Mal hier und haben den Apfelkuchen gegessen von Moses McGregor, der uns den damals auch noch serviert hat, denn damals lebte er noch. Im Jahr 2015 waren wir auch noch mal hier. Da war Moses McGregor mittlerweile leider verstorben. Allerdings gab es seinen Apfelkuchen weiterhin hier und jeder, der hier von der Sossusvlei in Richtung Küste gefahren ist, hat hier Halt gemacht und das macht auch jeder heute noch. Damals wurde die Bakery erweitert, die hinter mir ist und mittlerweile, ja, ich würde sagen, die Tankstelle, die ist noch komplett unverändert geblieben. Ansonsten ist dieser kleine Versorgungsposten hier komplett explodiert. Das ist der Wahnsinn. Viele große Busse, viele Autos. Es gibt mittlerweile auch nicht nur noch Apfelkuchen, sondern man kann hier mittlerweile richtig essen, richtiges Restaurant. Das, was ich allerdings sofort wiedergefunden habe, was mich immer wieder freut, ist direkt vor der Tankstelle, und das war im Jahr 2012 auch schon so, gibt es eine Tafel, wo mit Kreide noch drauf geschrieben wird, wie viel Niederschlag in Solitär gefallen ist. Ich habe gerade mal geguckt, im Jahr 2024 bisher 3 mm. Ja, und vor dieser Holztafel stand auch schon vor Ewigkeiten Michael Martin, als er mit seinem Motorrad hier die Namib-Wüste durchquert hat und hat den Niederschlag hier in Solitär erklärt. Ich laufe mal mit euch hier einmal kurz hin über die Tankstelle und zeige euch nochmal diese legendäre Tafel. Ja, das ist zum Glück hier geblieben. Wie gesagt, die Tankstelle ist unverändert geblieben. Ansonsten ist mittlerweile wirklich alles komplett verändert. So, jetzt komme ich hier. Das ist die Tafel und da ist die Tafel mit dem Niederschlag hier hinter mir. So, gucken, so, dass man das auch sehen kann. Genau, mit dem Kühlschrank. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter weg. Ja. Ja, Wahnsinn. Ein Blick in die Tankstelle rein, auch ein großer Souvenirladen. Ja, das ist der Lauf der Zeit. Es entwickelt sich alles weiter. Es ist immer noch schön hier. Und wenn man es nicht kennt von vor 12 Jahren oder mehr, dann macht es für einen auch keinen Unterschied. Das Gute ist, die alten, verrosteten amerikanischen Autos sind alle noch hier. Ein legendärer Platz, Solitär, seit Ewigkeiten. Schön, mal wieder hier zurück zu sein, zum dritten Mal. Ich schaue jetzt mal, ob ein Stück Apfelkuchen auf mich wartet und ob das immer noch so gut schmeckt wie früher. Aber ich gehe ganz schwer davon aus, weil das Rezept ist bis heute unverändert geblieben. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.